Wir melden uns heute aus Düsseldorf, wo wir im Headquarter von 1218 bei Kai Richter und Jörg Lindner zu Besuch sein dürfen. Man merkt schon, wenn man durch eure Hallen geht, der Spirit eurer Mitarbeiter ist sehr energetisch, sehr Hospitality-bezogen. Aber mal für alle, die 1218 vielleicht nicht kennen, vielleicht waren sie schon mal in einem eurer Hotels. Dazu aber später, könnt ihr kurz erklären, 1218, was macht ihr? Seit wann gibt es euch und wie habt ihr euch gefunden? Wie wir uns gefunden haben, ist eine lange Geschichte. Er sprengt womöglich den Rahmen dieses Interviews. 12 steht für den 12. Buchstaben des Alphabetes, Lindner 18 für den 18. Buchstaben des Alphabetes. Richter, wir suchen in Europa touristische Immobilien mit Potenzial. Potenzial, das wir heben wollen, heben können. Immobilien, die in einem technisch zurückgebliebenen Zustand sind, die distributive Probleme haben, die operative Probleme haben. In der Regel ist es eine Mischung aus allen denen. Wir nehmen diese Immobilien, bauen die neu auf, erwecken die zu neuem Leben und bringen die wieder an den Markt. Muss jetzt gleich ganz frech fragen, woher nimmt man die Eier zu sagen, wir haben die Expertisen, die Betriebe erstens vielleicht zu renovieren, aber dann auch, und das habt ihr in der Vergangenheit sehr erfolgreich gemacht, weiterzuentwickeln? Na, wir sind Familienunternehmer. Die Familie Lindner arbeitet seit langer Zeit in dem Bereich der Hotellerie, auch im Bereich der Architektur. Ich selber arbeite seit 30 Jahren fast ausschließlich im touristischen Bereich, in der Projektentwicklung touristischer Hotels. Und uns macht es Spaß, Trends aufzuspüren, das mit neuen Ideen aufzuladen, junge Menschen zu finden, die verrückt genug sind, diese Ideen mitzunehmen, so wie du das gerade hier im Unternehmen erlebt hast. Und ich denke, die Expertise beider Familienunternehmer macht das so erfolgreich. Wir denken langfristig, auch mit unseren Partnern und Investoren, die wir haben. Wir haben in der Regel einen 5-Jahres-Zeitraum, um ein großes Resort oder eine Ferienimmobilie zu restrukturieren und neu zu positionieren. Und das ist uns jetzt sogar in den ersten Jahren sehr häufig gelungen. Man hat natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen, aber wir sind an tollen Standorten wie Ibiza, Sardinien. Wir sind am Flesensee, ist ein riesengroßes Resort, Boltenhagen. Schottland haben wir ein neues Projekt. Und überall gibt es neue Herausforderungen, die wir dann gemeinsam lösen und mit neuen Ideen aufladen. Wir beschäftigen uns mit existierenden Immobilien, gerade wenn du jetzt Sardinien ansprichst, weil nur solche Immobilien haben Lagen, die unwiederbringlich sind. In Sardinien zum Beispiel kann man am Meer gar nicht mehr bauen. Dort haben wir eben ein Hotel übernommen, das 1963 oder 1964 gebaut worden ist. Genauso wie Ibiza, das 1973 gebaut. So ein Grundstück findet man einfach nicht mehr. Und deswegen suchen wir existierende. Wie sieht der Workflow aus, wenn ich jetzt Immobilienbesitzer, im besten Fall Hotelleriebesitzer bin, Top-Lage, geschichtsträchtig und sage, Jungs, ich brauche eure Hilfe. Wie entwickelt sich das? Wie sind die ersten Schritte, die ihr setzt? Na, wir schauen uns erstmal die ganze Umgebung an, den Mikro- und Makrostandort. Dann schauen wir, ist das etwas, was trendy sein kann? Können wir dort in dieser Region Marktführer werden? Können wir dort auch Menschen gewinnen, die dort arbeiten? Das ist das Allerwichtigste. Welche Voraussetzungen herrschen für die Menschen, die dort arbeiten müssen? Und das ist, glaube ich, etwas, was wir anders machen als andere. Wir haben sowohl auf Ibiza wie auch an allen anderen Standorten, Schottland und die ich gerade genannt habe, immer als allererstes die Wahl nach Personalhäusern und die Suche nach Personalhäusern. Und wenn du keine vernünftige Unterbringung hast und du fühlst dich nicht wohl, dann bist du auch nicht gut am Gast. Und wir glauben eben, dass der Krieg in der Hotellerie über die Gastronomie gewonnen wird. Und wenn ich dort kein gut motiviertes Personal habe, die stolz darauf sind, dafür dieses Projekt zu arbeiten, zu leben, dann wird es nicht funktionieren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dann schauen wir uns die Immobilie an und gucken, mit welchen Ideen können wir das aufladen, um sie mit neuem Leben zu füllen. Welche neuen Trends gibt es? Es gibt das Thema der Kryopyrolyse in dem Spa-Bereich. Es gibt die Ideen aus der Gastronomie.
Es gibt sehr viele USPs, die im Freizeitbereich sind, die versuchen wir aufzunehmen und umzusetzen. Ihr bietet wirklich das komplette Paket, Finance, Development, Sales, Betrieb, Vertrieb, you name it, you have it. Installiert ihr gute Leute im Betrieb, um ihn ans Laufen zu bringen, oder wie geht ihr ran? Also wenn man einen laufenden Betrieb übernimmt, dann hat man ja schon mal den Vorteil, dass Personal vorhanden ist. Personal ist heute das Thema Nummer eins, wie Kai das eben gesagt hat. Und insofern haben wir hier bei uns in Düsseldorf und in Berlin das Know-how, Ideen zu entwickeln und die auch umzusetzen. Aber gibt es denn konkret jemanden, der eure Ideen vor Ort dann in einem Begleitprozess? Wir haben natürlich hier Projektleiter, die sich dann mit jedem einzelnen Projekt auseinandersetzen, die von Anfang bis Ende begleiten. Es ist eine Mischung eben aus Know-how, das wir in Düsseldorf oder Berlin haben. Aber ganz wichtig, man kann auch nur erfolgreich sein, wenn man Leute vor Ort eben einbezieht, gerade Architekten, Planer. Wir leisten uns in dem Fall auch eins, wir stellen relativ früh den General Manager ein. Denn das Entscheidende ist, dass es nicht nur unsere Ideen sind, die wir umsetzen, sondern gemeinsam Ideen entwickeln und Konzepte, die wir umsetzen können. Nur dann bist du auch in der Lage, das, wie gesagt, bis zum letzten Mitarbeiter runter zu projizieren. Und teilweise auf Ibiza war es so, dass unser GM fast anderthalb Jahre vorher angefangen hat. Das Gleiche haben wir jetzt in Roxborough, an dem Schloss. Das ist ein begleitetes Pre-Opening wirklich. Und das ist derjenige, der die Leute vor Ort motivieren muss. Und wenn das nur unsere Ideen sind und er nicht diese Ideen verinnerlicht, kann er das nicht runterbrechen. Das ist unmöglich. Es können auch nicht immer die gleichen Ideen und Ideengeber sein. In gewissem Maße geben wir natürlich schon die Impulse. Aber jetzt ein Hotel auf Schottland hat jetzt eine andere Anforderung als ein Hotel auf Ibiza oder ein Hotel auf Sardinien oder hier im Schloss Wesensee, was wir dort gemacht haben. Also da muss man auch überlegen, was erfordert der einzelne Standort, was will der Gast an dem einzelnen Standort und wie kann man die richtigen Mitarbeiter dafür gewinnen. Jetzt wart ihr euch zum gewissen Grad auch schön, diese Quereinsteigerperspektive einfach wirklich mit eingefahrenen Prozessen aufzuräumen, die berühmte Betriebsblindheit. Was sind eurer Meinung nach so diese Klassikerprobleme, die einem laufenden Betrieb vor seiner Weiterentwicklung im Wege stehen? Also das Erste ist, glaube ich mal, dass wir versuchen, an jedem Ort eine Situation zu schaffen, die man nicht erwartet. Expect the unexpected. Und du kommst als Gast an und du sagst, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und diese Atmosphäre zu schaffen, da gibt's jetzt, könnte ich 1000 Beispiele nennen, wie wir das versuchen hinzubekommen. Aber das ist, glaube ich, der Fokus, auf dem wir sind. Und wenn du das erreichst, dass der Gast das nicht erwartet, wie bei einer Silvesterparty, Silvester machen sich alle schick und freuen sich und sagen, was ein toller Abend. Und man stellt fest, was ein fürchterlicher Abend. Du hast 4 Stunden da gesessen, hast aufs Feuerwerk gewartet, gehst nach Hause und es war ein fürchterlicher Abend. Andernfalls gehst du zu einer Party und es war ein super Abend, du hast es aber nicht erwartet. Genau den Effekt wollen wir erreichen. Jetzt könnte man ja zynisch behaupten, wenn man das Vermögen anderer verwaltet, dann hat man kein Risiko. Aber ich nehme an, es gibt gewisse Modalitäten, die man sich ausmacht. Das heißt, es gibt natürlich eine Bringschuld in Form einer gewissen Rendite. Jetzt sprecht ihr einerseits von USPs, von tollen Immobilien, von Mitarbeitern. Wie vereint man da diese perfekte Hotelleriewelt mit den nackten Zahlen? Wie immer liegt die Musik im Einkauf. Das heißt, wir mit unserem Konzept finden Immobilien, mit denen sich andere sehr schwer tun, weil wir eben das Know-how haben, uns von der Planung über die Projektentwicklung, über die Umsetzung bis hin zum eigentlichen Betrieb mit den Projekten auseinanderzusetzen. Das machen nur wenige und das Risiko haben wir natürlich. Aber wir bringen eben die ganze Wertschöpfungskette mit und haben natürlich auch die Möglichkeit dann aus der ganzen Wertschöpfungskette zu profitieren. Also ich glaube, es ist eine Frage der Motivation. Was ist unsere Motivation? Und
oder die Motivation des Investors. Wir sind langfristig investiert. Wir sind im Wesentlichen finanziert durch Altersversorgung, so im Pensionskassen. Das kann man gar nicht sagen. Mindestens 5 Jahre, kann aber auch langfristig sein. Das hängt von dem Einzelinvestment ab. Und manchmal liegt der Fokus eben auf der Wertsteigerung in der Immobilie. Manchmal liegt aber auch der Fokus auf der Gewinnzehrung aus dem laufenden Betrieb, was spannend sein kann. Das muss man sehen. Man muss auch sehen, auf die Ausschüttung, wie sich das entwickelt. Und man kann diese verschiedenen Eier in unterschiedliche Nester legen. Das ist eigentlich das Gute, was wir haben. Wir haben ganz tolle Partner. Wir können uns langsam entwickeln. Wichtig ist natürlich, dass das funktioniert. Und wie es immer ist im Leben, es gibt Hürden, die muss man überwinden. Und man muss auch offen darüber sprechen, wo kommen diese Hürden auf. Jeder hat die gleichen Probleme. Aber irgendwo ist es wichtig, dass man sie löst. Und dann funktioniert auch das Gesamtinvestment. Jetzt habt ihr auf Ibiza mit den Seven Pines das Flagship eigentlich aus dem Boden gestampft. Sehr jung, sehr hip, sehr trendy, funktioniert super. Euer nächstes Projekt, völlig andere Richtung. Ist es der Reiz, dann wieder was Neues zu machen? Mailand und Madrid, Hauptsache Italien. Ja. Und wir sind aus Sardinien. Das ist ein Megaprojekt, ähnllich wie Ibiza, ist ein Bestandsobjekt aus den 70er Jahren. 7 Hektar. 64. In den, sind das nicht die 70er? Mm-mm. Und in erster Meereslinie ein wahnsinniges Projekt mit ganz vielen Möglichkeiten, insbesondere im Wassersportbereich. Wir haben direkt den Hafen gegenüber, wir haben einen eigenen Anlegesteg. Und das ist etwas, was wir gerade... Das wird unser zweites Seven Pines. Und das ist auch die Idee, die wir haben, aus Seven Pines eben eine junge Luxusmarke zu machen. Und wir suchen jetzt nach den nächsten Produkten. Es ist nicht ganz so zufällig, wie es im Moment zu sein scheint. Nein. Auch Roxborough ist jetzt das zweite Objekt einer Marke, die wir Schloss nennen. Also Roxborough, Flesensee, das sind wieder zwei Dinge, die gut zueinander passen. Und wir haben ja gerade erst angefangen. Wenn ich jetzt Hotelier, GM in einem Betrieb, der oder was Probleme oben und unten gibt, stecke, mir euch aber nicht leisten kann. Welche Tipps können Füchse wie ihr geben? Was heißt uns leisten kann? Also ich glaube nicht, dass wir vieles anders machen. Vielfach ist es auch so, dass wir auf keinen Fall besser sein können als der Owner-Operator, also derjenige, der es besitzt und es macht. Ich glaube nur, was das Wichtigste ist, dass man einfach mal auf die Grundgesamtheit schaut. Und ihr seht bei uns hier einen wunderschönen Globus stehen. Und das ist immer das Beispiel, was wir gerne bemühen. Schaut euch mal Europa an. 2/3 ist Wasser, 1/3 ist nur Landfläche. Europa ist so groß. Und eins ist ganz klar, der Tourismus ist derzeit die am stärksten wachsende Wirtschaft, die es weltweit gibt. Das ist etwas, was sich besser entwickelt als damals der Stahl, die Stahlindustrie, Automobil oder Ähnliches. Und wir müssen uns ein bisschen darauf einstellen, wir müssen ein bisschen offen sein, über den Tellerrand gucken. Und was wir auch erfahren haben, wenn man einmal rumreist, das haben wir im letzten Jahr gemacht, wir sind über verschiedene Kontinente gereist, haben geguckt, wo sind eigentlich die Trends, was gibt's Neues? Und wir stellen fest, wir sind diejenigen, die die Trends machen. Die Amerikaner schauen zu uns, was machen die Deutschen, was machen die Österreicher, was machen die Schweizer? Alle kommen nach Berlin. Alle kommen nach Berlin wir müssen einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Wir müssen es schaffen, uns selbst zu vermarkten. Das machen die Österreicher ganz toll vor. Die Tiroler halten normalerweise nicht zusammen, aber wenn es um die Vermarktung geht, dann können die das richtig gut. Gibt es speziell, wenn man jetzt von vor Hotellerie oder Tourismus von vor 10, 20 Jahren, dann war Deutschland, auch Österreich, so Oldschool-Destinationen wie Salzburg oder Wien, immer ein super Magnet für asiatische Touristen. Mittlerweile hat der Sektor, und ich bin mir sicher, wart auch in Asien unterwegs, habt die Branche durchleuchtet, stark aufgeholt und vor allem im technologischen Bereich aufgeholt. Gibt es Punkte, wo wir uns von deren Entwicklung etwas abschauen können? Man kann sich immer von den anderen was abschauen, aber Fakt ist, dass der Tourismus, wie Kai sagte, sich in den nächsten 10 Jahren verdoppeln wird, weltweit. Mhm. Es gibt überhaupt gar keinen Wirtschaftszweig, der so wächst.
Im Moment hat der weltweite Mittelstand, besteht aus 2,4 Milliarden Menschen. 2030, also in 11 Jahren, sollen das 4,6 Milliarden Menschen sein. Und die wollen, das sind natürlich hauptsächlich Asiaten, also in dem Wachstum. Das ist keine verrückte Statistik, sondern die Menschen sind alle schon geboren. Die gibt es, die laufen schon rum. Und die wollen alle hierher nach Europa kommen. Und deswegen denke ich mir, dass es gar nicht mal so wichtig ist, jetzt rumzulaufen, zu gucken, was andere machen. Wir müssen uns überlegen, was will der Gast, der zu uns kommt? Und das ist genau das Thema. Das hat sich in den letzten 10 bis 20 Jahren ganz stark verändert. Und man muss einfach überlegen, wenn jetzt jemand nach Deutschland, Österreich, Schweiz, nach Europa kommt, was sucht er? Die Leute kommen hierher, die kommen nach Deutschland, die kommen nach Österreich, weil die Qualität suchen. Wir werden in den meisten deutschen und österreichischen Destinationen nie einen Preiswettbewerb bestehen, die Schweiz schon gar nicht. Wir können mit Kultur, mit Qualität, können wir punkten und den Wettbewerb bestreiten. Deswegen müssen wir uns überlegen, was will der Gast, der hierher kommt? Das ist die Entscheidung. Jetzt, wie es richtig sagt, betreiben wir kein Kaffeesudlesen. Das sind die Fakten, die Prognosen für die Zukunft. Trotzdem bleibt Hotellerie und Gastronomie mit teils schwierigen Auflagen, nennen wir es so, ein politisches Stiefkind, das sich irgendwie keiner so recht neu aufrollen traut, vielleicht alte Strukturen zu zerstören und vielleicht eine nötige politische Revolution auch loszulösen. Wenn wir alle wissen, dass es ein Riesenwirtschaftszweig in den nächsten Jahren auch für Deutschland, für Österreich sein kann und wird, warum traut sich eigentlich keiner irgendwie aufzurollen, anzusprechen? Naja, man merkt ja, dass sich vieles verändert und viele Regionen haben verstanden, dass früher der Geschäftstourismus in den Städten 80% ausgemacht hat, 20% waren reine Touristen. Heute ist es genau umgekehrt und wir können es sehr schön daran sehen, dass die klassische Kettenhotellerie einfach darauf ausgerichtet war, Business anzubieten. Das heißt, du hast 100 Zimmer gehabt und hast öffentliche Bereiche gehabt, auch für 100 Personen, weil du gesagt hast, die werden sowieso nur die Doppelzimmer einfach belegt, maximale Auslastung 100%, also habe ich nur 100 Leute beim Frühstück sitzen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass es genau umgekehrt ist, ob es Wien ist oder Berlin, du hast heute 80% Touristen, das heißt, das Hotel ist mit 2 Personen belegt, du hast 200 Leute, jetzt reichen die öffentlichen Bereiche alle nicht mehr aus. Also ich glaube, wir müssen uns einfach mal darauf einstellen. Wir müssen das lernen. Ich glaube auch, dass die Banken inzwischen anders funktionieren. Gerade was den deutschen Bereich anbelangt, war es ja überhaupt nicht sexy, Tourismus zu finanzieren. Keiner wollte das machen. Im Augenblick gibt es nirgendwo mehr vernünftige Renditen zu erzielen. Jeder möchte ein Hotel haben in München, in Paris, in London und in Mailand. Die gibt es alle nicht mehr zu kaufen. Zumindest nicht zu vernünftigen Preisen. Also schaut mal, was gibt es im touristischen Bereich? Und ich glaube, das ist etwas, das ist eine Nische, wo wir sehr, sehr gut platziert sind. Wir haben das relativ früh erkannt. Wir sind relativ früh daran gegangen. Und das ist etwas, wo wir jetzt immer wieder den steten Tropfen auf dem Stein haben müssen, damit das langsam, aber sicher auch in die Köpfe der Menschen gerät. Ich finde, wir könnten wahrscheinlich zu dritt Tag und Nacht über Hotellerie und Gastronomie weiter diskutieren. Ich finde es auch einen schönen Abschluss irgendwo. Es wird sehr viel gejammert, auch zu sagen, wir sind am aufsteigenden Ast, es gibt viel zu tun und es gibt viel Wertschöpfung für uns alle zu holen. Ich sage tausend Dank, Jörg Lindner und Kai Richter, 1218 Investments. Es war uns eine Ehre. Dankeschön. Danke.